Kommandant Armin Schneider von der Feuerwehr Höchst, was ist hier passiert? Die Alarmierung hat gelautet, in der Brucker Straße 7 Haus brennt. Das ist eigentlich die einzige Information gewesen. Beim Eintreffen sind die Anwohner und der Besitzer schon da gewesen. Wir haben festgestellt, dass es eigentlich ein Zimmerbrand und haben dann eigentlich mit schwerem Atemschutz ziemlich rasch unter dem Hochdruck löschen können. Wissen Sie, wie der Brand entstanden ist? Vermutlich ist eine Herdplatte eingeschaltet gewesen und irgendwas draufgelegen. Gibt es Verletzte? Verletzt ist niemand. Das Rote Kreuz war vor Ort, hat die Hausbewohner angeschaut, aber die ist also gesund. Mit wie vielen Mann waren Sie im Einsatz? Wir waren mit ca. 40 Mann, zuzüglich die Feuerwehr Hard mit ca. 20 Mann im Einsatz.